Hallo liebe YouTuber, willkommen im neuen Video, wo ich euch heute wieder eine schöne, kleine, einfache Deko-Idee zeige. Und ich bin ja dann immer so in meinem Laden unterwegs und denke, was gibt es denn wieder für schöne neue Ideen? Und mir kam da so eine neue, aber zuvor machen wir, ja, zeige ich euch mal so ein bisschen was vom Laden, was noch so da ist, nach der Intro. Ja, also was wirklich der Knaller ist, das ist, ach, für die Jahreszeit, das ist ja so schön. Das sind diese Hortensien, die ist jetzt in diesem, in Blau, in Rosa. Also die gehen auch wirklich weg wie warme Semmeln. Und ich verstehe es auch. Es ist, ja, es ist ein Traum. Ja, und dann ist im Moment auch bei uns, wie ihr ja wisst, ist ja auch Schlussverkauf. Und wir haben hier unsere schöne, ja, unseren schönen Bereich, da ist alles zum halben Preis. Was es übrigens auch noch ganz Tolles gibt zum halben Preis, weil fragen ja einige von euch auch immer, sind diese schönen Vasen, diese quadratischen, die, ja, die gibt es für 7 Euro statt 14 Euro. Ein paar von euch sagen ja auch, dass sie gern was per Post hätten. Gibt es auch eine Nummer größer noch für 10 statt 20 Euro. Die sind also richtig dick und wertig. Und ich bin dann mal so ein bisschen rumgelaufen und habe gedacht, womit können wir denn ein schönes Video machen? Und dann bin ich eigentlich so auf diese kleinen, ja, auf diese kleinen Gefäße gestoßen und habe gedacht, eigentlich erinnern die mehr an Lebkuchen und an die Weihnachtszeit, aber irgendwie kann man da auch was richtig Schönes draus machen. Und da habe ich gedacht, ich mache einfach mal ein Video draus, weil man kann sich selber nicht vorstellen, wie man die so nett umarbeiten kann. Ja, und aus diesem Bereich hier ist auch noch alles die Kerzen halber Preis und es wurde schon wahnsinnig viel gekauft und wir haben jetzt, heute ist geschlossen eigentlich, aber die Leute kommen, egal zu welcher Zeit. Ja, und dann, was natürlich auch ist hier, nicht im Laden, das habe ich noch in unserem Arbeitsbereich, da ist Pfingstrosenzeit. Da kommen wir gleich dazu. Ja, und wo hier hinten mal unser, es gibt noch hier für unsere lieben Kunden einen netten Ausstand. Also wir arbeiten hier, es sind so diverse Lager. Und wo hier unser schöner großer Kerzenschrank stand, da steht jetzt nichts mehr. Und hier steht auch nur noch ein Biertisch. Also es ist alles ein bisschen anders und wir verkaufen sehr viel. Es leert sich hier und es ist auch gut so und wir freuen uns total drüber. Ja, und jetzt gehen wir mal in den Arbeitsbereich. Hier seht ihr auch nochmal diese traumhaften Hortensien. Ja. So, ihr Lieben, also jetzt, bevor das Video startet, muss ich doch nochmal so eine kleine Zwischeneinlage machen und so eine Erzählung. Wir haben gestern unheimlich viele Videos gedreht und die Zeit läuft, weil der Laden ist jetzt noch anderthalb Wochen geöffnet. Und nachdem wir gestern so viel gemacht haben, und ich habe auch, ja, das ist so eine kleine Vorschau, ich habe da so ein nettes Gesteckchen gezeigt. Moment, ich sehe gerade meine Werkzeuge.
die sind alle im Bild, die muss ich mal kurz rausmachen. Ja, und also es ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, wenn man den Laden jetzt so zumacht. Und wenn es so die letzten Tage sind, manchmal liege ich dann morgens im Bett und denke auch so, was ist heute für ein Tag, was kommt heute? Und das Gefühl ist natürlich schon total, ja, komisch, ja, wenn man 14 Jahre lang den Laden gemacht hat, wenn man jeden Morgen überlegt hat, was machst du heute, welchen Kunden belieferst du, was kaufe ich im Großmarkt ein, wie liefere ich aus oder muss ich zum Wertstoffhof oder, ja, Wahnsinn. Und die Reaktionen der Kunden sind auch, deswegen habe ich gedacht, muss ich euch auch das erzählen, die Reaktionen der Kunden sind total nett. Also ich mache jetzt hier gerade so ein paar kleine Stehtischgestecke und Hintergrund ist, dass wir morgen für unsere liebsten Stammkunden nochmal einen Umtrunk machen. Tatsächlich wirklich sehr handverlesen eingeladen. Da kommen wirklich nur Leute, die wir total gern mochten und das sind so viele. Und die Reaktionen sind auch wirklich süß. Einer hat gesagt, sie dürfen nur hier raus, wenn sie uns ihren nächsten Dienstplan geben. Das fand ich total nett. Den gibt's noch nicht. Ich werde weiterarbeiten, aber es gibt natürlich noch keinen Dienstplan. Ein anderer hat dann gesagt, darf ich Sie beglückwünschen oder soll ich Sie bemitleiden? Und dann habe ich gesagt, Sie dürfen mich beglückwünschen. Ja, ein anderer, den habe ich eingeladen, der hat gesagt, wir kommen dann in Schwarz. Ja, also es ist total goldig, ja. Und es gibt, ich glaube, ich konnte es mir überhaupt nicht merken, was jetzt schon alles an Reaktionen ist. Und tatsächlich haben wir hier auch im Separé Stehtische, habe ich mir ausgeliehen. Und morgen haben wir einfach unsere Liebsten und natürlich würde ich euch YouTuber super gern dazu einladen, aber ihr seid ja alle so verstreut und ihr seid alle nicht hier in Königstein. Ansonsten gibt's noch mal ein YouTuber-Happening, das leider nicht stattfindet aufgrund der Distanzen. Aber ja, das ist so die Tage, was uns echt hier so bewegt, ja, oder auch es kam ein Kunde jetzt noch mit Pralinen, weil der morgen keine Zeit hat, hat er uns Pralinen gebracht und also es ist Wahnsinn und ich finde, es ist so, das ist jetzt schon so emotional. Also bisher habe ich eigentlich noch kein Tränchen verdrückt, aber heute, als dann einer reinkam, auch so mit so lieben Worten und die sagen auch zum Teil, obwohl wir nie so eng oder so persönlich waren, die kommen dann und drücken ein und ich muss sagen, es ist schon, wenn man so einen Laden nach 14 Jahren aufhört, ist es ja unheimlich emotional und es ist schön, dass ich weiterhin arbeite. Ich weiß noch nicht, wo ich überall aufschlage. Ich werde auf jeden Fall in Bad Soden in einem sehr schönen Familienbetrieb aufschlagen, die auch unheimlich nett sind und die mir auch von der Herzlichkeit her total gefallen haben. Vielleicht hören Sie es ja. Das ist ein Kompliment an euch. Ja, und aber es ist jetzt die vorletzte Woche. Die nächste Woche ist die Muttertagswoche. Da konnten wir sowas natürlich nicht machen mit dem Umtrunk, weil da sind wir auch froh, wenn wir die Arbeit hinkriegen. Und wenn wir allen Mamas die schönen Bestellungen ausliefern können, die zahlreichen, die natürlich wieder kommen, weil im Laufe der Jahre haben wir auch so viele Stammkunden. Und es gibt auch so viele Kunden, ja, von denen man eigentlich schon, ohne dass die so viel sagen, von denen man eigentlich schon weiß, was die wollen. Vorhin hat einer angerufen und hat gesagt, haben Sie die Anschriften? Habe ich gesagt, ja, die weiß ich auswendig. Also es ist wirklich, es ist schön, es ist emotional und aber wir schließen ein wunderschönes Kapitel und es hat alles seinen Sinn und es ist alles okay. Ja, und das musste ich eigentlich zwischendurch mal einschieben und da wir morgen 3 Stehtische haben werden, habe ich jetzt auch mal 3 wunderschöne weiße Rosen, Ecuador-Rosen mit ganz dicken Köpfen, habe ich jetzt genommen und die mache ich in diese Gestecke rein. Es gibt jetzt die 3 Stehtischgestecke und deswegen habe ich schon hier so schön Glanzmispel und diese kleinen Blüten habe ich dann gesteckt und ja, dann haben wir auch diese schöne Deko und das haben unsere Kunden verdient, dass wir es nochmal richtig hübsch machen. Morgen wird hier eine große Zinkbadewanne aufgestellt und diese Zinkbadewanne, die hat auch tatsächlich Historie, weil ich habe zu Beginn meines Ladens, ich habe ja früher Workshops, aber nicht online, sondern ich habe ja Präsenzworkshops gemacht
Und wir haben hier Weidenflechten angeboten. Und um diese Weide gefügig zu machen und damit die weich ist und damit wir diese Körbe und was eben so gemacht haben, damit wir die gut flechten können, dann muss man die mindestens eine Woche einweichen. Und um diese lange Weide, die ist ja, naja, 1,60, ich bin 1,65, also die Weide ist jetzt fast so lang wie ich. Ja, habe ich natürlich eine Zinkbadewanne gebraucht und der einzige Zweck dieser Badewanne war tatsächlich das Einweichen der Weide. Und jetzt wird die Zinkbadewanne nochmal einen anderen Zweck bekommen morgen, weil die ist nämlich dazu da, unsere Getränke zu kühlen. Und dann tun wir morgens mit Eis. Also ich bin seit Tagen am Gefrieren und Vorbereiten von Eiswürfeln und morgens werden wir dann auch diese Eiswürfel samt der Getränke in die Badewanne verfrachten, damit die, wenn hier unsere lieben Kunden und Geschäftspartner eintrudeln, damit diese Getränke alle kühl sind und heute Abend wird fleißig der Kochlöffel geschwungen. Also es ist schön, es hat alles seine Zeit. Und wir freuen uns total auf die Party morgen. Und nächste Woche geht es dann einfach in den Endspurt. Ich habe einige tolle Videos gemacht. Die kommen jetzt dann so nach und nach raus, weil es wird auch eine Zeit geben, in der ich keine Blumen mehr habe. Ich habe dann natürlich keinen Laden mehr. Alles muss hier raus. Und dafür habe ich ein bisschen vorproduziert. Das heißt, und es wird leider auch Zeiten geben, in denen ich vermutlich keine Videos mache. Ich guck mal, ich bin ja so ein kleiner Improvisationskünstler. So, hier sind also schon mal diese Gestecke, die ich jetzt gemacht habe. Die sind ganz süß. Und ja, ich werde mal sehen, was mir so einfällt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Meistens fällt mir ja doch was ein. Und außerdem so ganz nebenbei richte ich ja noch meine kleine Werkstatt zu Hause momentan ein, in der ich dann ja theoretisch auch ein paar Videos machen kann. Aber da muss ich mal gucken, wann die in Kraft tritt. Und Blumen habe ich ja eigentlich auch keine. Aber ja, mal schauen, was mir so einfällt. Ihr werdet es erfahren, aber es gibt einige Videos. Und so ganz nebenher sind auch meine Stehtischgestecke jetzt auf die Schnelle fertig geworden. Und der morgige Tag wird dann, ach, da kommen noch ein paar schöne Bändchen dran, ja. Und der morgige Tag wird dann also auch von der Deko her sehr, sehr schön. Aber der wird bestimmt eh schön mit diesen vielen, vielen lieben Menschen. Freue ich mich drauf. Aber das musste ich euch gerade nochmal so einschieben, weil die Reaktionen sind einfach herzergreifend. Also, jetzt geht's aber endlich weiter ins Video, ihr Lieben. Bleibt mal dran. Und da haben wir was ganz Tolles bekommen. Da gibt es nämlich diese wunderschönen Pfingstrosen von Don Peony. Mit diesem kleinen Schutz für die Blüte. Der Schutz ist, dass die Blüte nicht so schnell aufblüht, zumindest nicht auf dem Postweg, sondern dass die sich bei euch öffnet. Und man sieht auch alle Pfingstrosen, wo der Schutz abgemacht ist, da fangen die auch an zu springen. Ja. Das ist jetzt also zum Beispiel diese wunderschöne Sorte Sarah Bernhardt. Ja, diesen Traum mit ihren pinkfarbenen Akzenten, mit diesem schönen dunklen Rosa. Ja, und wir haben, also ich habe auch, damit ich noch verstehe, welche Sorte welche ist, habe ich tatsächlich auch die Sortenschildchen. Das ist nämlich hier jetzt die Sorte
Snow Mountain. Ja, und habe auch die Sortenschildchen. Es gibt Sorten, die duften. Es gibt welche, die nicht duften. Und da habe ich also bei vielen noch die Bezeichnung dran gelassen. Und hier haben wir auch jetzt also einen richtigen Traum hier. Diese Pfingstrose, die ist Wahnsinn. Und die duftet. Das ist unglaublich. Ja, das ist also eine wunderschöne Sorte. Und da machen wir jetzt einfach hier aus diesem kleinen Gefäß ein schönes kleines Gesteck so im Handumdrehen, und damit dieses Gefäß, damit das nicht so, ja, so Lebkuchenbraun bleibt, habe ich also auch meine Bändergalerie hier mit hierher gebracht. Damit verzieren wir gleich das Gefäß. Jetzt kommen wir erstmal zu den Pfingstrosen und was ihr per Post bestellen könnt. Ihr könnt die Pfingstrosen per Post bestellen. Und viele von euch haben ja keinen Steckschaum. Und zum Thema Steckschaum muss ich euch auch sagen, Achtung, es gibt ganz viele, die haben den Steckschaum in ihren Schränken zu Hause und denken, sie können ihn nochmal verwenden. Nein, bitte nicht. Steckschaum saugt sich nicht mehr, ein zweites Mal nicht mehr gut mit Wasser voll, und der muss auf jeden Fall entsorgt werden. Und auch mal jetzt so rein ganz logisch betrachtet, das Wertvollste an diesem Gesteck, das ist doch tatsächlich die Blume und nicht der Steckschaum. Und es lohnt sich überhaupt nicht, an Steckschaum zu sparen. Ich sage jetzt aber ganz ehrlich, diese paar Cent. Sondern ich möchte natürlich, dass die Blume frisch und gut bleibt. Und deswegen benutzt den Steckschaum nicht ein zweites Mal. Schmeißt ihn weg und macht so, zack, und macht einen frischen Steckschaum für euer Gesteck rein. Und also da könnt ihr jetzt bei Don Peony so ein kleines Set bestellen. Das nennt sich DIY Set Margit. Und im letzten Video habe ich euch da schon was gezeigt. Da habe ich nämlich ein kleines Weinkästchen. Also das Thema Upcycling ist immer in aller Munde. Da habe ich ein kleines Weinkästchen mit drei Pfingstrosen und Blättern, Glanzmispel mit wenigen Bartnelken gesteckt. Also da habe ich einfach diese kleine Holzkiste abgecycelt sozusagen. Und heute machen wir ein Upcycling von diesem kleinen Töpfchen mit Hilfe von Steckschaum. Könnt ihr natürlich immer die Blumen ganz toll positionieren. Und wenn ihr die bindet, dann braucht ihr immer mehr Grün oder müsst ihr in der Spirale binden. Das ist immer viel, viel schwieriger. Deswegen ist es natürlich ein leichtes, diese Blumen mit Steckschaum zu arrangieren. Und heute machen wir einfach ein ganz kleines, leichtes, ja, ein easy Gesteck, ein kleines mit, ja, ich nehme ein bisschen Spinosa. Ihr könnt auch ein Efeu-Ranken nehmen zum Beispiel, könnt ihr einfach ein bisschen miteinander verwickeln und macht hier so eine, macht so ein bisschen Grün an eure Basis. Ja, das kann man einfach mal so ein bisschen rumwickeln. Dann nehme ich ein Drähtchen, 1, 2, 3 Drähtchen, und stecke einfach das Grün fest, und schon ist es in dem Steckschaum fixiert. Und es kann auch ruhig ein bisschen Grün hier mal rauslaufen. Ja, es kann so ein bisschen lebendig aussehen. Wir können ein paar Blättchen nehmen. Ich nehme zum Beispiel mal von dem Efeu die Blättchen. Da kann man sogar einzelne Blätter nehmen. Man schneidet die schräg an und steckt die einfach noch hier mit in den Steckschaum rein. Das muss man ein bisschen zart anfassen, weil die sind natürlich dünn und klein. Ja, und hat dann auch eine... ja, schöne Blätter, mit denen man einfach hier so ein bisschen abdecken kann. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht viel, sondern ich brauche eigentlich eine so eine tolle Pfingstrose, und dann ist mein Gesteck tatsächlich eigentlich schon fertig. Ich kann auch, wenn ich hier sinnvoll diese Pfingstrose teile, dann nehme ich das Messer, teile ich hier so dazwischen, dass ich hier diese Blätter auch gut stecken kann. Ich glaube, da mache ich sogar den Stiel ab. So, da kann ich die Blätter auch dazu stecken. Immer wenn ich was Weiches nehme, muss ich direkt ganz direkt an der Steckschaumbasis das anfassen. Und zu guter Letzt, ich nehme vielleicht noch ein Efeublättchen für die Seite. Moment. Ach, und was ich noch vergessen habe, ist natürlich immer erstmal
ein bisschen Wasser füllen, dass genug Wasser im Gefäß ist. Ich habe diese. Und wenn ihr nicht sicher seid, wie viel reinpasst, füllt das Wasser nicht auf den Tisch auf, sondern macht es einfach an der Spüle. Und zu guter Letzt so, nehme ich einfach diese wunderschöne, traumhafte Pfingstrose. Und jetzt kommt natürlich noch das Thema Bänder. Also ich könnte noch, wenn ich jetzt Spaß dran hätte, könnte ich zum Beispiel auch noch diese zwei Stiele von der Pfingstrose, ich könnte die auch noch so querlegen. Ja, finde ich auch witzig. Stimmt, finde ich auch witzig, habe ich jetzt spontan beschlossen. Ich entscheide einiges spontan im Video. Nehme dann nochmal ein Stück Draht, um natürlich diese zwei Pfingstrosenstiele zu fixieren. Also selbst das, was von dem man denkt, es wäre Grünabfall, es lässt sich eigentlich noch schön mit rein dekorieren. Und wenn das jetzt noch so, ja, so malerisch und verträumt aussehen soll, dann nehme ich noch ein hübsches Bändchen. Kann ich zum Beispiel hier dieses gedrehte Bändchen nehmen. Kann das am Schluss hier einfach nochmal verknoten. Moment, jetzt brauche ich einmal noch eine Schere. So, einmal noch verknoten oder eine kleine Schleife machen. Und schon hat man auch noch mal so ein zauberhaftes Bändchen. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, mehr Bändchen noch mit reinzubringen. Aber da das Grün so schön ist und da das eigentlich so lässig aussieht, und so haben wir dieses vermeintliche schokobraune Gefäß, das jetzt eigentlich nicht mein Favorit war, haben wir es doch so zauberhaft dekoriert, dass ich mir das so dekoriert hinstellen würde. Aber so nicht. Ja, ihr Lieben, das war schon meine kleine Deko-Idee und ich denke, jedes Event wäre damit zauberhaft blumig gestaltet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und ihr seht, also wie viele Sachen man gebrauchen kann und was alles toll aussieht und dass selbst die Pfingstrosenstiele immer noch quergelegt auch noch eine tolle Deko sind, die Blätter extra. Also man kann eigentlich so vieles verwenden, man muss nur die Ideen dazu haben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und komme noch mit ganz tollen Pfingstrosenideen und sage einfach bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe von eurer Margit. Und die hier, die warten alle noch darauf, so eine schöne Blüte zu werden, wie die in dem Gesteck. Ich freue mich drauf. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut.